Hallo beim Hopfenerd. So braut sich das zusammen, heißt meine Serie zur Brautechnologie. Und damit du keine Folge verpasst, abonnierst du am besten meinen Kanal und aktivierst die Mitteilungen. Wir schauen uns in jeder Folge eine Technologie an im Brauprozess einer Brauerei und ich tue das zusammen mit Simon Kollmann. Er ist Braumeister bei der Schönbuch Braumanufaktur Böblingen. Heute frage ich ihn, wie funktioniert der Filter? Wir haben hier einen Kerzenfilter. Bevor wir auf den Kerzenfilter gehen, wird das Bier separiert bzw. zentrifugiert. Das ist das, was man jetzt gerade hört. Das ist sehr laut. Die Zentrifuge läuft mit 8.500 Umdrehungen. Man muss sich das so vorstellen, in dieser Zentrifuge, in diesem Separator wird es auch genannt, sind übereinander gelegte Chinesenhüte drin. Mein Bier fließt da rein und diese Chinesenhüte drehen sich so schnell, dass sie die Hefe nach außen befördern. Das ist eine sogenannte Vorfiltration, einfach damit wir länger filtrieren können, damit nicht ganz so viel Hefe direkt in den Filter landet. Unser Filter, wie gesagt, ist ein Kerzenfilter. Es ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. Das ist ein Riesenei, getrennt in zwei Bereiche. In dem unteren Bereich befindet sich unser Unfiltrat, das nicht filtrierte Bier. Das wird getrennt von einer Platte. In dieser Platte sind die Kerzen drin. Und in die Kerzen wird das Bier reingedrückt. Die sind innen drinne hohl und innen drinne wandert das Bier dann nach oben. Auf diesen Kerzen wird Kieselgur aufgebracht. Kieselgur ist ein Filterhilfsmittel und das sorgt eben dafür, dass die Hefe zurückgehalten wird. Wir können uns das mal geschwind angucken, wie Kieselgur aussieht. Das haben wir hier drüben. Also so sieht Kieselgur aus. Das ist jetzt zum Beispiel ein sogenannter Feingur. Ja, das sind wie Sand eigentlich, ja. Genau, das ist ein extrem feiner Sand. Das Kieselgur sind versteinerte Kieselalgen, die gemahlen werden. Und die haben so eine Porosität, dass sie eben sogar Hefe zurückhalten können. Hefe ist sehr, sehr klein, Mikroorganismus. Dieses Kieselgur legt sich an den Filterkerzen außen ab. Und das Bier wird durch dieses Kieselgur in die Kerze reingedrückt und wandert in der Kerze nach oben. So, wir gucken uns jetzt mal geschwind an. Das ist dieses Riesenei, was ihr gleich seht. Das ist laut. Und es ist sehr laut hier. Ja. Das ist der Filter. Man kann hier auch mal kurz reingucken. Leider sieht man nicht so viel. Aber man sieht eben, dass das Bier hier noch unfiltriert ist. Wir haben hier oben diesen Bereich, wo es getrennt wird. Und die Kerzen, die hängen in dieser großen Scheibe drin. Oben kommt das filtrierte Bier raus. Das läuft hier entlang. Hier kann man das auch sehr schön sehen. Ja, da ist das Bier dann schon filtriert. Also so muss das aussehen. Und dieses Bier kann dann abgefüllt werden. Ja. Hier drüben haben wir noch den Separator. Das ist dieses Gerät hier drüben. Man kann es auch hier relativ gut erkennen. Ja. Das ist das Bier, das reingeht. So sieht es aus, wenn es reingeht. Es ist noch sehr trüb und so, wenn es rauskommt. Ja. Also ist schon ein großer Unterschied. Ja, ja. 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 Also von hier aus landet es drüben in dem Drucktank. Hier ist es auch ein bisschen leiser. Das ist der Drucktankbereich. Hier sind die fertigen Biere drin, also komplett so, wie sie sein müssen. Und ab hier wird nur noch abgefüllt. Also ich habe hier zwei Pumpen. Einmal habe ich hier die Pumpe für die Flaschenabfüllung und drüben habe ich die Pumpe für die Fassabfüllung. Und hier kann dann eben der Brauer auswählen, welche Biere wohin gehen sollen.